Ich bin mir 100% sicher, dass er keinen Elektrorevolver hinbekommt. Also gut, da ich in meinem Spiel ja immer sehr auf die Details achte, wäre es doch cool, wenn sich bei unserem neuen Elektrorevolver dieser Zylinder wie bei der echten Waffe drehen könnte. Dazu habe ich zuerst einmal diesen Leuchtstreifen zu einem eigenen Objekt gemacht, damit ich es frei bewegen kann. Als nächstes habe ich 12 Stück davon untereinander platziert und eine Maske hinzugefügt, damit nur die Streifen auf dem Zylinder sichtbar sind. Wenn ich jetzt alle gleichzeitig nach oben oder unten bewege, sieht es so aus, als würde sich der Zylinder drehen. Wenn wir das Ganze jetzt noch mit einer epischen Schussanimation und einem passenden Soundeffekt kombinieren, sieht das Ganze doch schon echt cool aus. Aber wirklich viel mit einer Elektrowaffe hat das Ganze jetzt noch nicht zu tun. Deshalb habe ich anschließend noch so einen Elektro-Blitze-Effekt in Unity erstellt und vorne auf dem Revolver platziert. Als nächstes werden wir den Revolver auch wirklich Elektro-Projektile schießen lassen. Deshalb abonniere jetzt für Part 2.